Hey, hallo, na? Es ist Freitag und wir sind wieder da. Diesmal mit einer neuen Folge aus meinem Vlog-Tagebuch. Vlog, Vlog-Tagebuch, Vlog, Video-Tagebuch, Video-Blog. Hier ist die Ausgabe 2. Was gibt's Neues? Mittlerweile sind für alle Videos hier bei uns auf dem Kanal englische und deutsche Untertitel anwählbar. Einfach hier rechts unten das CC-Symbol aktivieren und bei Einstellungen die Sprache auswählen. Mit Glück sollte das schon für die heutige Folge der Fall sein. Keine Ahnung, wie gut die Jungs und Mädels aus der Redaktion sind mit dem Simultan-Untertiteln. Was habe ich euch noch zu erzählen? Wir waren im Tonstudio und haben einen Song aufgenommen. Also eher ein Liedchen. Die kleine Nina. Einer von unseren Redakteuren hat vor Jahren in einer Wohngemeinschaft gelebt mit der kleinen Nina. Die gibt's wirklich und die ist wirklich klein. Die ist so klein, dass sie jedes Mal, wenn sie irgendwo in der Küche an ein Regal musste, auf den Hocker steigen musste. Die anderen in der WG fanden das einfach bloß witzig und daher kommt dieses Liedchen. Das Ganze demnächst hier, wenn unser guter alter Freund Bastel es geschafft hat, die Tonspur final abzumischen. Ja, genau, der Bastel, der jetzt in Brandenburg ist. Oder er pendelt gerade zwischen Brandenburg und der Oberpfalz. Ich habe den Eindruck, der Gute hat eine Schwäche für strukturschwache Einöden. So, und wenn es jetzt böse Kommentare hagelt, dann habe ich das wirklich verdient. Apropos Kommentare. Ich habe mir vorgenommen, auf eure Kommentare einzugehen. Also, schauen wir mal, was es hier so gibt. Veronika T. schreibt zum letzten Vlog 01, dass sie den Bastel auch vermisst und hofft, dass er irgendwann Brandenburg verlassen wird, um uns einen Besuch hier in Bayern abzustatten. So dass ich dann eine neue Folge machen kann, die Bastels Wiederkehr heißt. Liebe Veronika, ich hab's leider vergeigt. Bastel war da und ich war nicht da. Das war zwar nicht Bastels Wiederkehr, sondern Bastels Besuch und das Ganze war kurz vor Ostern, aber ich hab's verpasst, er war da und ich nicht. Schade eigentlich. Okay. Hier schreibt Sendeschluss zu Episode 1 von Felix Schätzer aus der Mottenkiste. Höre ich da ganz am Anfang etwa ein und bitte? Okay, Sendeschluss, du hast total recht, da haben wir geschlampt, das hätte abgeschnitten gehört, du bist ein ganz Schlauer. Zu Episode 2 von Felix Schätzer aus der Mottenkiste schreibt Sunny Sunflower, why censored? That's a pity. Okay, liebe Sunny, das mit dem zensiert bezieht sich darauf, dass wir euch den Film, über den wir in Felix Schätzer aus der Mottenkiste sprechen, im Ganzen nicht zeigen dürfen. Es gibt sowohl Bild- als auch Tonmaterial, für das wir nicht die Rechte haben, es euch hier in der Gänze auf YouTube zu präsentieren. Deswegen können wir euch leider nur kleine Ausschnitte zeigen und das Making-of zu dem Film, für das haben wir nämlich alle Rechte. Was ist noch neu? Falls es euch noch nicht aufgefallen ist, unter dieser gesamten Folge liegt Musik. Ein Klangteppich, ein Soundbed. Das gab's in meinem Vlog 01 noch nicht. Hier findet ihr den direkten Link. Könnt ihr nochmal nachschauen. Jetzt würde mich natürlich interessieren, Achtung, Frage des Tages. Gefällt euch das besser mit der Musik oder ohne? Schreibt es mir in die Kommentare. Wir sind uns hier nämlich selbst noch nicht so ganz sicher, was besser ist. Also, wir kommen zum Ende. Wie gesagt, demnächst hier unsere kleine Session im Tonstudio mit die kleine Nina. Außerdem geht es hier demnächst weiter mit einer neuen Folge von Felix Schätzer aus der Mottenkiste. Wäre schön, euch hier wiederzusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da und über ein Abo freuen wir uns riesig. Schaltet dazu noch die Glocke an, dass ihr informiert werdet, wenn es was Neues von uns gibt. Bis dahin, tschüss!